Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Talk-Spezial zum Thema Corona mit Herrn Professor Dr. Sucharit Bhakti. Herzlich willkommen und guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Unser erster Talk Ende April hat für großes Aufsehen gesorgt. Er hat einerseits ein Millionenpublikum erreicht, er hat aber auch polarisiert, er hat auch für Kritik gesorgt bei den Befürwortern ungebremster Corona-Maßnahmen. Und offensichtlich haben sich diese Befürworter auch an Event 201 gehalten. Sie haben erfolgreich auch immer wieder dafür gesorgt, dass unser Talk und auch einige andere Videos umgehend im Internet gelöscht worden sind. Gut 4 Monate später hat sich die Zahl der Kranken, vor allem der Schwerkranken und der Toten, Gott sei Dank massiv vermindert. Gleichzeitig ist die Zahl der positiv Getesteten gestiegen. Regierungen und Behörden verschärfen die Corona-Maßnahmen Ende des Sommers wieder und wir wollen heute eine Zwischenbilanz ziehen. Jeder, der eine Statistik lesen kann, kann die Wahrheit beim RKI ablesen. Und dass uns vorgetragen wird, inklusive der Medien, dass wir eine ganz, ganz böse Geschichte haben, bin ich es einfach leid. Ich hasse es, belogen zu werden. Der Rechtsstaat muss sich wehren. Es kann nicht sein, dass diese merkwürdige Melange aus Rechten, aus Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern unseren Staat auf diese Art und Weise angreift. Corona spaltet die Gesellschaft. Neben der Angst vor dem Virus gibt es auch eine erhebliche Anzahl an Menschen, bei denen die Angst vor den Maßnahmen der Regierung im Vordergrund steht. Ganz konkret hat sich das Ende August in Berlin gezeigt, als laut Polizei fast 40.000 Menschen, laut Veranstalter mehrere Hunderttausend auf die Straße gingen. Für viele Demonstrationsteilnehmer ist der emeritierte Mikrobiologieprofessor Dr. Sucharit Bhakti zur Ikone aufgestiegen. Bereits im März bezieht er in einem YouTube-Video erstmals Stellung zur Corona-Pandemie und erklärt die staatlichen Maßnahmen Deutschlands zur Eindämmung der Pandemie für überbordend und gefährlich. Das Video findet im Netz großen Zuspruch, genauso wie sein offener Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel, in dem er die massiven Einschränkungen der Grundrechte infrage stellt. Von der Regierung erhielt er damals keine Antwort. Dafür umso mehr Zustimmung in der Bevölkerung. Zuletzt für sein gemeinsam mit seiner Ehefrau Dr. Carina Reiß veröffentlichtes Buch Corona-Fehlalarm? Es wird fast 200.000 Mal verkauft und schnell zum Spiegel-Bestseller. Professor Dr. Sucharit Bhakti. Von der Politik ignoriert, im Netz zum Teil zensiert, von seinen Fans dafür geradezu verehrt. Wie schaut seine persönliche Zwischenbilanz der letzten Monate aus? Herr Professor Bhakti, bei unserem ersten Interview Ende April haben Sie gesagt, dass das Coronavirus nicht gefährlicher sei als andere Grippeviren. Und Sie haben Lockdowns und andere Maßnahmen der Regierungen und Behörden als selbstzerstörerisch und sinnlos bezeichnet. Hat sich an Ihrer Einschätzung in diesen 4 Monaten etwas geändert? Nein, meine Einschätzung hat sich bestätigt. Und zwar ist es so, dass viele, viele internationale Studien jetzt veröffentlicht worden sind, die allesamt zeigen, dass die Sterberate, wenn man so will, von Covid-19, also von SARS-CoV-2, in der Tat genau in der Region saisonale Grippe bis mittelschwere Grippe liegt. Und damit ist alles eigentlich eingetreten, was ich damals auch gesagt habe. Und weil SARS-CoV-2 nicht gefährlicher ist als ein wirklich gefährliches Grippevirus, besteht überhaupt kein Grund, diesem Virus eine erhöhte Bedeutung zuzuschreiben und diese Maßnahmen zu ergreifen, die bei keiner Grippeepidemie je zur Anwendung gekommen sind und auch nicht angebracht waren. Die haben mehr Kollateralschäden verursacht als Nutzen gebracht. Nun war es so, dass seit unserem ersten Gespräch uns tausende Zuschriften erreicht haben. Und es geht immer wieder darum, eben um diese Diskrepanz. Auf der einen Seite gibt es die Zahl
der Schwerkranken, der Hospitalisierten, vor allem der Intensivpatienten. Man hat ja am Anfang gesagt, man muss das alles machen, weil man sonst zu wenig Kapazität für die Intensivpatienten hat. Gott sei Dank ist auch die Zahl der Toten gesunken. Auf der anderen Seite nimmt laut Sprech der Mainstream-Medien die Zahl der Infizierten zu. In Wahrheit ist es die Zahl der positiv Getesteten. Wie kann man diese Diskrepanz aus fachlicher Sicht erklären und aufklären? Das ist eigentlich sehr einfach. Und der Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, hat es selbst eigentlich vor laufenden Kameras erklärt. Das war im Juni, wo er gesagt hat, jetzt, wo die Zahl der echten Infizierten so gesunken ist, ist es so, dass wir vorsichtig sein müssen und nicht die Testzahl in die Höhe treiben, weil die Zahl der falsch Positiven dann einfach in den Vordergrund tritt, denn kein Labortest ist 100% sicher. Und bei diesem PCR-Test ist bekannt, das ist auch von Herrn Drosten selbst publiziert zuletzt, dass die Rate der falsch Positiven, das heißt von 100 Menschen, die überhaupt nichts haben, kein Virus, wird vielleicht 0,5 bis 1 Mensch positiv testen. 0,5, ja. Und wenn Sie ein anderes Coronavirus haben, also Sie sind der Türkei gewesen oder bei uns in Thailand und haben ein Coronavirus aus Thailand und werden getestet als Reiserückkehrer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie falsch positiv testen, noch mehr, also über 2%. So. Und das, er hat gesagt, man sollte nicht zu viel testen. Wir haben damals gesagt, man soll Gesunde überhaupt nicht mehr testen. Das ist falsch. Das ist epidemiologischen Unsinn. So, was ist dann passiert? Seit Juni, seitdem er das gesagt hat, hat das Ministerium die Zahl der Testungen verdreifacht. Das ist ja unglaublich. Letzte Woche über 1 Million Teste an gesunden, also überhaupt nicht kranken Menschen durchgeführt. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist eigentlich diese steigende Zahl der Tests völlig sinnlos und führt eher zu einer Täuschung der Bevölkerung. Genau. Das haben wir versucht, auch in unserem Buch zu sagen und zu erklären, dass in dem Moment, in dem eine Epidemie zu Ende ist, muss man aufhören mit einem Labortest. Denn dieser Labortest ist übrigens nie validiert. Also es ist nie wirklich getestet, es ist nicht zugelassen für die Diagnostik, es ist zugelassen für den Laborgebrauch. Und jetzt diesem Test eine solche Bedeutung zu geben, ist in sich, naja, ich werde nicht sagen, was ich denke. Andere Leute denken, es ist ein Verbrechen. Nun ist es so, dass sowohl diese Zunahme der Tests als auch die vielen Corona-Maßnahmen, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat, dann gab es zwischendurch Lockerungen, jetzt gibt es wieder Verschärfungen, werden von den Corona-Kritikern, und diese Kritiker werden ja von den Mainstream-Medien seit Wochen und Monaten als Covid-Idioten, als Corona-Leugner, als Verschwörungstheoretiker, als Rechtsextreme bezeichnet. Da haben diese Kritiker den Eindruck, dass all diese Maßnahmen möglicherweise einem Ziel dienen, nämlich eine weltweite Impfung durchzusetzen. Kann das sein, dass das wirklich der Grund ist? Und wie ist so eine Impfung aus Ihrer Sicht, aus fachlicher Sicht zu beurteilen? Also ich muss sagen, dass diese Agenda ist uns zu Ohren gekommen. Wissen Sie, wir sind Wissenschaftler und wir bleiben in der Mitte. Es gibt keine Schuldzuweisung. Es ist allerdings eine Forderung von uns immer gewesen, dass man miteinander redet. In dem Moment, in dem etwas so läuft, dass sehr viele Gegenstimmen da sind von Leuten, die eigentlich viel Ahnung haben. Wir stehen nicht alleine hier auf dieser Bühne, sondern wir sind umringt von ganz vielen sehr fähigen Wissenschaftlern und Medizinern, die mit uns sagen, Leute, irgendwas läuft hier nicht richtig. Redet mit uns. Aber das wird nicht getan. So, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir ein Kapitel über Immunität und haben das Kapitel Impfung nicht drin gehabt, sondern extra draußen gelassen, weil wir, das war im Mai, nicht gedacht haben, dass die Impfung wirklich ernst gemeint war. Weil für uns war eine Impfung so sinnlos, wie es nicht sinnloser sein konnte. Und dann, Anfang Juni,
kam dann die offizielle Verkündung. Ich glaube, die Frau Merkel hat es selbst gesagt. Die Pandemie ist zu Ende, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Vorher nicht. Und da sind wir aufgestanden und haben gesagt, oh, oh, es sieht sehr, sehr ernst aus. Denn das würde bedeuten, dass Millionen Deutsche, Österreicher, Schweizer, Millionen und zig Millionen auf der Welt und Milliarden in den nächsten 12 Monaten sich werden fragen müssen, will ich mich impfen lassen oder nicht? Und es werden zigtausend Ärzte und Ärztinnen da sein, die sich fragen, will ich impfen, will ich dazu raten oder nicht? Und sie werden dabei an den zentralen Satz im Eid von Hippokrates denken müssen, nämlich, ich handle nach meinem besten Wissen und Gewissen zum Nutzen der Patienten und zum Schutz der Patienten vor Willkür. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Es war ja auch in Österreich so, dass in den vergangenen Monaten zunächst auch einige Landeshauptleute eine Pflichtimpfung, Kritiker sagen eine Zwangsimpfung, gefordert haben. Und in den vergangenen Wochen gibt es jetzt so ein bisschen ein Zurückrudern vom Bundeskanzler abwärts. Gesundheitsminister sagen jetzt nein, es wird keine Pflichtimpfung geben. Dieses Thema bewegt aber ganz Österreich und ganz Deutschland. Schauen wir uns das kurz an. Wir haben Angst, dass es eine Impfpflicht gibt. Wir haben Angst vor der Korruption, die durch die Bill Gates und Melinda Gates Stiftung im Prinzip ins Rollen kommt. Angst vor einer drohenden Impfpflicht müssten die Österreicher laut Regierung nicht haben. Bundeskanzler Sebastian Kurz versucht erst kürzlich vor laufender Kamera zu beschwichtigen. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der wird das nicht müssen. Dennoch lassen die überhasteten Impfpläne aus Russland, den USA und Europa bei vielen Sorgen aufkommen. Kann ein Impfstoff in nur wenigen Monaten entwickelt überhaupt den Sicherheitskriterien entsprechen? Einer, der das glaubt, ist Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Aber es sieht derzeit, würde ich meinen, ganz vorsichtig, ganz gut aus. Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery widerspricht dem Minister deutlich vor wenigen Tagen im Talk im Hangar 7. Also wenn ein Minister sagt, er sei safe, dann begeht er damit wahrscheinlich ein Irrtum. Das kann er heute noch gar nicht wissen. Sagt ein Ärztevertreter, der aber grundsätzlich für eine allgemeine Impfpflicht in Sachen Corona eintritt. Obwohl die Entwicklung eines Impfstoffes aus wissenschaftlicher Sicht bisher mindestens 4-5 Jahre in Anspruch genommen hat. Das war einfach Stand der Wissenschaft. Soll es bei Corona plötzlich in wenigen Monaten gehen und soll es einen sicheren Impfstoff geben? Wir haben es im Einspieler jetzt gerade gesehen. Der österreichische Gesundheitsminister sagt allen Ernstes, es könnte im Jänner schon eine sichere Impfung geben, und bisher seriöse Medien stellen das nicht in Frage und sagen, ja, das ist relativ sicher, das wird relativ wenig Nebenwirkungen haben. Sind Politik und Medien bereits völlig von der Pharmaindustrie korrumpiert, Herr Professor? Das weiß ich nicht, aber was ich nicht verstehe, ist die Aussage, dass man den Impfstoff so dringend braucht überhaupt. Jetzt werde ich mal ein bisschen zurückfragen an das Publikum. Wissen Sie, wie viele Menschen unter 70 Jahren verstorben sind an Covid-19 in Prozentsatz jetzt? Das heißt, von 1000 unter 70-Jährigen, die infiziert waren, wie viele sind verstorben? Und Sie werden die Antwort nicht wissen, denn die Antwort bekommen Sie nur, wenn Sie in die Berichte des RKI gehen und sich selbst die Zahl herausrechnen. Die stehen nämlich nicht klar zu sehen. Und dann werde ich Ihnen sagen, dass wenn man rechnet, wie viele Covid-19-Tote es gegeben hat unter den unter 70-Jährigen insgesamt, die Zahl waren, wir hatten ungefähr 185.000 unter 70-Jährigen, die infiziert waren. Das heißt also, die meisten waren jung, unter 70. Denn insgesamt war die Zahl 230.000. Die restlichen, das waren die Älteren als 70 Jahre. Und unter diesen 0 bis 70 Jahren sind mit und an Covid-19
0,7% gestorben. Das heißt, 99,3% sind nicht gestorben. Die meisten davon waren überhaupt nicht ernsthaft krank. In Amerika weiß man, dass ungefähr 6% der Menschen, die Covid-Opfer sind, echte Opfer waren. Die anderen 94%, das ist jetzt publiziert worden vom CDC, hatten schwere Vorerkrankungen. So, wenn Sie in Deutschland sagen, naja, sagen wir mal 10% waren echt, dann sind wir bei 0,07% echte Opfer. Das ist 99,93. Okay, also, ich kann Ihnen sagen, ich werde mich niemals impfen lassen. Ich bin zwar älter als 70, aber ich habe keine Vorerkrankungen. Und wenn ich wollte, würde ich nicht sterben, es sei denn, ich stürze mich von der Treppe, weil ich so verzweifelt bin. Das, was Sie jetzt eben zum Thema Impfung gesagt haben, muss fürchterlich brisant sein, Herr Professor. Denn Sie haben das vor wenigen Wochen auch in einem Video gesagt, für einen Ärztekongress in Budapest. Und dieses Video wurde ins Internet gestellt und wurde umgehend, wie viele andere Videos, wieder gelöscht. Was ist da los? Ja, das hat mich auch überrascht, denn ich habe in diesem Video nichts Unanständiges gesagt. Ich habe nur versucht zu erklären, warum eine Impfung sinnlos ist für Menschen unter 70 und dass kein normaler Mensch, es sei denn, er ist besonders ängstlich, würde das freiwillig machen. Und diese Menschen zu sagen, sie müssen, es gibt eine Impfpflicht, ich glaube, das würde nicht funktionieren. Weder in Deutschland noch in Österreich noch irgendwo anders, weil der Irrsinn, der wäre so offensichtlich. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe seitdem 3 weitere Videos, Aufklärungsvideos, auch über die Impfung gemacht. Sie sind alle gelöscht worden. Und ich habe letzte Woche, als die letzte gelöscht wurde, dann eine Verwarnung bekommen. Ich darf jetzt also meinen Kanal, YouTube-Kanal, nicht mehr verwenden. Und zwar eine Woche ist es also geblockt. Das hat uns aber zu denken gegeben, dass das, was ich sage, vielleicht gar nicht so verkehrt ist und nicht erwünscht ist, dass die Menschen das erfahren. Denn in diesem Video sage ich auch, ich sage nicht, dass SARS-CoV-2 harmlos ist. Nein, habe ich nie gesagt. Das ist etwa so gefährlich wie ein Grippevirus, saisonal, mittelschwer. Und aber, was ich sage, ist, die Gefährdeten, das sind die über 70-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen. So, wenn man sagt, die wollen wir schützen, bin ich sofort dabei. Und das ist gut so. Wir müssen sie schützen wollen. Aber wie? Und dann ist die Frage mit Impfung. Dann würde ich sagen, von mir aus ja. Aber dieser Impfstoff muss dann verdammt gut geprüft werden auf Sicherheit. Insbesondere, weil dieser Impfstoff in erster Linie bei älteren, kranken Menschen zu verwenden sei und nicht bei jungen, gesunden. So. Dafür reichen 12 Monate nicht aus. Nicht 5 Jahre. Mit Sicherheit nicht. Und das gilt für konventionelle Impfstoffe. Hier haben wir es zu tun, in Europa, in Deutschland, Österreich, mit einer völlig neuen Art von Impfstoff. Dieser Impfstoff ist genbasiert. Das ist nicht ein normaler, konventioneller Impfstoff. Nicht wie der Grippeimpfstoff. Und dieser genbasierte Impfstoff hat eine Wirkweise, die bei den Nichtwissenschaftlern, Nichtmedizinern nicht bekannt ist. Aber die Wirkung birgt ein ganz hohes Risikopotenzial. Das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt, der, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst ist. Wir erleben seit vielen Jahren eine massive Protestbewegung gegen Genmanipulation in unseren Nahrungsmitteln. Gerade die Grünen kämpfen seit Jahren dagegen, dass gerade in Europa genmanipulierte Nahrungsmittel auf den Markt kommen. Und jetzt geht es um eine Impfung, um eine Genmanipulation im menschlichen Körper. Und offensichtlich haben dieselben Leute dagegen keine Bedenken. Das kann ich auch nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen und ich will es nicht verstehen. Ich will es auch nicht akzeptieren. Es geht nicht, dass Sie sagen, dieses Virus ist so gefährlich, jetzt müssen wir alles zur Seite schieben, weil sonst wird es uns auslöschen.
Wissen Sie, diese genbasierten Impfstoffe, ich erzähle ich Ihnen ein bisschen ausführlich, weil Frau Merkel, so ich gehört habe, 54 Millionen Dosen von diesem genbasierten Impfstoff von der britischen Firma reserviert hat. Auch in Österreich wurden 6 Millionen Dosen bestellt, richtig, bei einer Gesamtbevölkerung von 8 Millionen. Ja, wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Das machen Sie mit unseren Steuergeldern. Ja, also auch das noch. Es kommt noch dazu, weil man ja fast täglich diese Impfung bewerben will. Man nennt sie harmlos, man nennt sie sicher. Ja. Jetzt am Dienstag war in einigen österreichischen Medien zu lesen, der neueste Gag, die Impfung wird gratis sein. Der Staat soll die Kosten dafür. Das habe ich heute in der Zeitung gesehen. Übernehmen, ja. Das habe ich in der Zeitung gesehen, ja. Der Staat zahlt aber mit Steuergeldern von uns, glaube ich wenigstens. Ich weiß nicht sonst, ob Sie irgendwelche geheime Konten haben. So, jetzt kommen wir zurück. Wenn ein Virus-Eiweiß produziert wird in einer Zelle von uns, dann entsteht Abfall. Es ist wie, Sie bauen ein Haus und dann gibt es Abfall. Und dieser Abfall wird vor die Tür gehängt als Schild oder vor die Tür gestellt als Müll. Dieser Abfall wird erkannt von Lymphozyten, mitunter von Killer-Lymphozyten, die wir alle haben. Die erkennen den Müll von diesem Coronavirus als Müll von Coronavirus, weil diese Lymphozyten andere Coronaviren kennengelernt haben, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Und diese Lymphozyten haben ein langes, langes Gedächtnis. Und ich habe darauf hingewiesen im Buch, dass diese Killer-Lymphozyten wahrscheinlich der Grund sind, wahrscheinlich, dass wenn Sie oder ich eine SARS-CoV-2-Infektion habe, bekomme, dann geht das Virus wirklich in meine Zellen hinein, produziert, lässt sich produzieren, aber der Müll, der entsteht dabei, kommt vor die Tür meiner Lungenzelle. Und dann kommt dieser Killer-Lymphozyt aus Vorjahren, erkennt die erkrankte Zelle und bringt die Zelle um. Und deswegen wird der Brand gelöscht, die Fabrik ist zerstört, die Viren werden nicht mehr produziert und der Mensch steht auf und ist wieder gesund. Das ist der Mechanismus, der Hauptmechanismus der Gesundung bei einer SARS-CoV-2-Infektion, auch bei einer Grippeinfektion übrigens. Das ist ein Prinzip der Immunologie und ich finde, das hat immer funktioniert und das ist der Grund, weswegen wir als Erwachsene relativ sehr gut geschützt sind. Und wenn Sie unter 70 Jahre sind und nicht schwer erkrankt sind durch irgendwas anderes, werden die Brände praktisch immer gelöscht. So, wenn Sie aber hingehen und so töricht sind, das Gen des Virus zu spritzen, sodass das irgendwo anders hingeht, wo es eigentlich nicht hingehört, und diese Müll entsteht dort, dann werden die Killer-Lymphozyten nicht wissen, dass das Virus nicht da ist, sondern nur das Gen, das sie gespritzt haben oder die gespritzt bekommen haben. Und es wird genauso hingehen und diese Zelle abtöten. Das nennt man Autoimmunreaktion. Und diese Autoimmunreaktion, wie sie ausfallen, wo sie ausfallen, weiß ich nicht, weil die Versuche wurden nie gemacht. Die Pharmaindustrie hat nie daran gedacht, dass es dazu kommen könnte. Und ich sage Ihnen, warum. Weil, als wir dieses Buch geschrieben haben, die deutsche Fassung im Mai, haben wir nur erklärt, wie die Immunität gegen SARS-CoV-2 wahrscheinlich funktioniert. Und wir haben gesagt, das ist für andere Coronaviren wie SARS-Virus gezeigt worden, dass es so funktioniert. Und wir vermuten, dass es auch bei SARS-CoV-2 funktionieren wird. Voraussetzung ist, dass man tatsächlich Lymphozyten hat, die von vornherein SARS-CoV-2 erkennen, obwohl sie nie infiziert worden sind. Und Wochen nachdem das Buch erschienen ist, sind zwei wunderbare Arbeiten erschienen. Eine Arbeit aus Amerika und eine viel bessere noch aus Tübingen. Die haben 185 Blutkonserven genommen, die kryokonserviert waren, also aus den Jahren vor 2019, haben die Lymphozyten herausgeholt und haben getestet, ob Lymphozyten reaktiv waren gegen den Müll von dem neuen SARS-CoV-2-Virus. Und finden tatsächlich über 70% der Blutspender aus früheren Jahren Killer-Lymphozyten hatten.
die das erkennen. Ich sage nicht, dass das die Erklärung ist, weswegen die meisten Menschen nicht sterben konnten. Ich sage Ihnen nur, das ist die naheliegende Erklärung. Und wenn Sie in die Literatur gehen und schauen, wie gut verträglich dieser Impfstoff war, der gekauft worden ist, dann werden Sie eine Arbeit aus Anfang August sehen. Da waren Sie in Phase 2 und haben eine relativ kleine Anzahl von englischen Freiwilligen geimpft. Aber in 20-25% der Fälle waren die Nebenwirkungen so schwer. Die Leute haben riesige Schwellungen bekommen, Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Muskelschmerzen und waren so krank, dass sie nicht aufstehen konnten. Aber das ist ja offensichtlich ein Zeichen, wie hier medial versucht wird zu manipulieren. In diesen Medienberichten vom Dienstag unter der Schlagzeile, es soll eine Gratisimpfung geben, gab es ja in einigen Medien auch ein Interview mit einer Pharma-Lobbyistin, die eben genau das in Abrede gestellt hat. Die bisherigen Tests waren ohne schwere Nebenwirkungen. Und das halte ich für verwerflich. Jetzt werde ich böse. Das geht nicht. Das ist Anlügen. Lesen Sie doch diese Arbeit, die ist doch publiziert in Lancet. Ja? Was sie getan haben, die Engländer in Oxford, weil die Nebenwirkungen so schwer waren, mussten die nächsten Probanden ab der nächsten Impfung eine hohe Dosis von Paracetamol bekommen, also fiebersenkende Schmerzmittel. Ja, fiebersenkende Schmerzmittel. Paracetamol in hohen Dosen und dann... Als Reaktion auf die Impfung? Nein, um diese Reaktion zu verhindern. Das heißt, sie haben erst das Schmerzmittel bekommen und dann die Impfung hinterher. Also sowas. Und dann zu sagen, das war relativ gut verträglich. Dann sind sie hingegangen und haben in diesen Wochen, Monaten es fertig gekriegt, dass die indische Regierung gesagt hat, wir werden jetzt die nächste Phase in Indien machen, mitunter in Indien, die machen woanders auch. Ich glaube, 3000 junge Inder lassen sich jetzt impfen mit diesem genbasierten Impfstoff. Und ich bin sicher, dass das Ergebnis Hurra sein wird. Die haben es gut vertragen. So, meine Damen und Herren, wollen Sie, dass Ihre Mutter oder Oma, die 70 und 75 ist mit Vorerkrankungen, so einen Impfstoff bekommt? Sie können es doch nicht wollen. Oder wollen Sie es selbst machen, wenn Sie unter 70 sind und vorher einen Schuss Paracetamol bekommen müssen, damit Sie es vertragen? Wofür? Wofür? Und ich kann Ihnen sagen, ich darf dieses Video nicht hochladen, noch 5 Tage, aber ich bin sicher, wenn ich das tue, wird es sofort gelöscht, weil ich das Video gesagt habe. YouTube kann man löschen, das ist offensichtlich die Anleitung von diesem Event 201, das es im Herbst 2019 gegeben hat, ja. Auf Initiative von WHO, World Economic Forum, Bill Gates etc. Da hat man ja mehr oder weniger die Kritiker angeleitet, wie man mit Andersdenkenden umgehen soll, nämlich sofort Videos und andere Meinungen löschen. Herr Professor, Sie haben bei unserem ersten Gespräch im April schon gesagt, Sie sind ja als Infektiologe kein grundsätzlicher Impfgegner, aber das Wichtigste bei einer Impfung ist abzuwägen, ob der Nutzen den möglichen Schaden bei Weitem übersteigt. Natürlich. Wenn man nun davon ausgeht, dass das bei dieser Corona-Impfung nach allem, was wir bisher wissen, eben nicht so ist. Welche anderen Möglichkeiten gibt es dann? Welche anderen Schutzmittel kann es geben? Es taucht immer wieder ein Medikament namens Remdesivir auf und eigentlich die am meisten verbreitete optische Maßnahme, die uns seit Monaten global begleitet, auch in Österreich und Deutschland, ist der sogenannte Mund-Nasen-Schutz, die Maskenpflicht. Was halten Sie denn davon? Von der Maskenpflicht? Also sinnloser kann sie gar nicht sein. Erstens, diese Masken tun nicht das, was sie tun sollten, wenn sie nicht die richtigen Masken, und niemand hat die richtige Maske, also wenn ich das schon sehe, was die Leute glauben, dass die Masken tun, dann ist es nahezu peinlich. So, aber zweitens, jetzt, wo das Virus überhaupt nicht da ist, dagegen schützen zu wollen, ist so erstaunlich, dass es ist für uns erschütternd. Es erschüttert uns, weil es
es zeigt an, dass diese globale Panikmache, Angstmacherei 100% funktioniert hat. In den Medien, in manchen Medien tagtäglich werden Leute, die diese Maske nicht benutzen, als Lebensgefährder, als Idioten verunglimpft. Ja, Corona-Leugner und Unverantwortliche und Verantwortungslose. Ich glaube, das, was der Herr Steinmeier bei uns gesagt hat. Ich wäre ein Verantwortungslose. Er hat mich nicht beim Namen genannt, aber alle Leute, die diese Sachen in Frage stellen, ich hätte ihn gerne gefragt. Und Sie sind so verantwortungsvoll, dass Sie die alten Menschen vereinsamt sterben lassen. Sie schließen hier die Schulen, Sie lassen Masken tragen in Ländern wie Nordrhein-Westfalen. Das ist gut, was Sie machen, verantwortungsvoll. Dann bin ich gerne verantwortungslos. In Österreich hat der oberste Chef der Gesundheitsbehörde, der AGES, vor kurzem in einem Fernsehinterview auch gesagt, dass die Masken im öffentlichen Bereich, in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln eigentlich sinnlos sind. Und gerade jetzt Anfang September ist ja in Deutschland und Österreich Schulbeginn und geht es auch um die Volksschüler, um die Mittelschüler etc., um die ganz jungen Menschen, die jetzt auch unterschiedlich in Österreich und Deutschland teilweise am Weg zur Schule in die Klassenzimmer tragen müssen. In manchen Bundesländern müssen sie sogar im Unterricht Masken tragen. Ja, ich habe heute in der Zeitung Salzburg ein Bild gesehen, das Erstklässler mit der Tüte und einer Maske. Leute, Österreich war doch mal ein Land Mozart. Ich weiß, so wunderbare, kluge, kreative Menschen in diesem Land. Wo sind sie alle? Wo sind die Menschen, die aufstehen sollten, redliche Menschen, ehrliche Menschen, die aufstehen sollen und den armen Kindern helfen sollten. Das, was Sie machen und was die Deutschen machen und die Schweizer, das ist Kindesmisshandlung. Sie misshandeln die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft. Sie können sich überhaupt nicht wehren. Ich kann Ihnen einen ganzen Stoß von Briefen, Hilfeschreien aus ganz Deutschland, von Müttern, sogar von Schülern selbst. Sie können es nicht ertragen. Sie können es nicht ertragen. Sie werden psychisch alteriert. Herr Professor, ein Thema wird auch immer wieder angesprochen, das ist der schwedische Weg. Die Schweden sind einen völlig anderen Weg gegangen als eins der ganz wenigen oder das einzige Land weltweit, die keinen Lockdown verhängt haben. Auch 85% der schwedischen Bevölkerung stehen hinter diesem Weg. Was die Gesundheitsbehörden aber eingestehen, ist, dass sie in den ersten Wochen zu wenig geachtet haben auf Risikogruppen, ja, auf ältere Menschen und Leute in Pflegeheimen. Correct. Das gestehen sie ein. Das ist ja auch generell ein Thema bei der ganzen Corona-Diskussion. Es gibt die Risikogruppe der Menschen mit Vorerkrankungen und der älteren Personen. Was sagt man denn in dieser ganzen Diskussion, ich sage jetzt einmal, der groben Risikogruppe der über 65- oder 70-Jährigen? Über 70, ja, nicht über 65, mindestens über 70 mit Vorerkrankung bitte. Klar, es war auch so, dass Schweden das nicht wirklich gut gemacht hat. Der Schutz der Menschen in Seniorenheimen und Pflegeheimen. Und es gab mehrere Gründe, weswegen das der Fall war. Unsere schwedischen Freunde erzählen uns, dass in diesen schwedischen Pflegeheimen sehr viele Ausländer arbeiteten, die Schwedisch, nicht der schwedischen Sprache mächtig waren. Sie konnten alle diese Sonderregeln und Vorsichtsmaßnahmen gar nicht lesen und verstehen. Und sie haben sich nicht dran gehalten. Und das ist das, was Schweden auch zugibt. Das Wichtigste in Zukunft, egal ob es Grippe ist oder Corona, ist, dass man den Zutritt und den Besuch bei diesen gefährdeten Menschen gut reguliert. Da von mir aus Maske, ja, why not? Ja, Hände desinfizieren, ja, ist alles in Ordnung. Aber nicht sind, die Leute, die... Aber das sind ja Maßnahmen, die im Prinzip schon bisher für die Grippe gegolten haben. Ja. Wenn ich in ein Altenheim gehe und es ist Grippezeit, dann sollte ich auch auf diese Maßnahmen achten. Ja, Punkt.
Und das sagen wir klipp und klar in dem Buch. Und das mögen die Leute nicht. Deswegen werden unsere Videos dauernd gelöscht. Sie brauchen das alles nicht. Also hören Sie doch mal auf. Wenden Sie sich doch mal vernünftigen Sachen zu, wichtigeren Sachen. Sehen Sie zu, dass Sie Ihre Wirtschaft wieder auf die Beine bringen. Ihre Kultur, die Kultur ist alles kaputt. Ja, die Schulen, die Bildung ist alles kaputt. Die alten Menschen, die immer noch vereinsamt sind, die keinen Besuch bekommen können. Nicht wahr? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wir haben Verwandte. Gut, jetzt wird es persönlich. Ja. Ein Herzinfarkt. Wir können ihn gar nicht besuchen zu fünf. Dürfen wir nicht. Was soll der Quatsch? Das echt? Thema Kollateralschäden von schweren Erkrankungen, Herzinfarkt, schlechter behandelte Krebspatienten, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen bis hin zu Selbstmord ist ja ein Tabuthema in dieser Phase jetzt. Ja, aber Herr Steinmeier sagt, wir sollten das nicht bereden, weil wir dann verantwortungslos sind. Verstehen Sie? Sie haben zuerst. Also, das ist so lächerlich und so irrwitzig und so verantwortungslos von den Politikern. Das sage ich klipp und klar. Alle Glauben an Politiker ist weg. Das kann man nicht machen. Eine weitere Frage, die uns oft gestellt wird, nachdem die Zahl der Schwerkranken und der Toten, ich habe schon mehrfach gesagt, glücklicherweise kontinuierlich sinkt, berichten einige Medien in den vergangenen Wochen immer stärker über Langzeitfolgen, die Corona-Kranke aufweisen würden. Wie kann man denn das aus fachlicher Sicht beurteilen? Aus fachlicher Sicht ist es nicht zu beurteilen, weil es gar keine Daten gibt und keine Studien. Wenn Sie Langzeitfolgen studieren wollen, müssen Sie über längere Zeit das tun. Da geht es um Jahre. Und, ja, mein Gott, jetzt zu fantasieren, dass es Langzeitfolgen geben könnte, da folgt man die Agenda des Bundesministeriums des Inneren. Sie kennen ja dieses Schriftstück, das viral gegangen ist, das im März des Jahres dieser Corona-Ausschuss im Ministerium ein Protokoll zu Papier gebracht hat. Wie wollen Sie in dieser Krisenzeit die Krise managen? Und der Konsens war, wir müssen Angst schüren. Und Angst ist zu schüren über, erstens, wir dürfen nicht die Toten zählen und bekannt machen, weil es zu wenig sein werden, sondern wir werden die infizierten Zahlen angeben. Zweitens, die Menschen, vor allem die Älteren, müssen verstehen, dass der Tod, wenn man nicht beatmet wird, wie ein Tod durch langsames Ersticken ist, Ertrinkungstod. Denn die Vorstellung, langsam zu ersticken, ist eine der schrecklichsten Vorstellungen, die ein Mensch haben kann. Das schürt Angst. Dann müssen wir den Kindern sagen, sie werden die Krankheit an ihre Eltern bringen und die Eltern umbringen und die Großeltern umbringen. So kriegen wir die unter Kontrolle. Und, letzter Punkt, halten Sie sich fest, wir müssen über mögliche Langzeitschäden sprechen, die natürlich nicht bekannt sind, aber wir können und müssen transportieren, dass das eine neue Erkrankung ist und deswegen wir nicht wissen, ob es Langzeitfolgen gibt, aber man kann sich alles Mögliche vorstellen. Und jetzt werde ich Ihnen was sagen. Als wir das gelesen haben, bekamen wir Wut. Und wir bekommen Wut in diesen Tagen, weil die Pathologen in Deutschland angeblich gesagt haben, jawohl, das Virus ist dort und dort und dort zu finden und das könnte zu dem und dem. Alle Viren, die die Atemwege infizieren, können in vielen anderen Organen auch auftauchen. Das ist längst bekannt, sogar im Gehirn. Aber es besagt nicht, dass sie etwas da tun. Die Menge ist wichtig. Wissen Sie, wenn Sie ein paar Viren hier und dort haben, heißt es nicht, dass es überhaupt was ausrichtet. Und bevor man so eine Schlussfolgerung zieht, muss man verdammt gute Daten haben, die belegen. Und dafür brauchen Sie Jahre Forschung. So, ich bitte euch, glaubt doch nicht diese Fantasien. Es kann sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ist, ist viel größer. Herr Professor, Ihnen geht's
Das haben wir im April schon besprochen. Man merkt es aus Ihren Videos, aus Ihren Aussagen um Aufklärung. Sie haben deshalb auch ein Buch in dieser Corona-Zeit geschrieben. Das wurde in wenigen Wochen ein Bestseller. An die 200.000 Mal wurde dieses Buch schon verkauft. Ach, wussten wir nicht. Trotzdem wird dieses Buch nach wie vor von vielen Medien ignoriert. Und man sieht Sie außer bei Servus TV bisher bei keinem anderen Fernsehsender. Gehen Sie da nicht hin oder werden Sie nicht eingeladen? Wir werden natürlich nicht eingeladen. Die mögen uns nicht, die öffentlichen, rechtlichen. Und irgendwie haben sie wohl einen Grund. Ich meine, die Tatsache, dass wir dauernd gelöscht werden, heißt, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, was wir sagen. Das gibt uns ein bisschen Kraft. Und auch ein bisschen Zuversicht, dass das, was Sie sagen, wir sagen nicht, dass wir 100% recht haben, nein. Aber es wäre verdammt gut vielleicht, wenn Andersdenkende, also die daran glauben, dass wir einen Impfstoff brauchen, dass all dieses Lockdown, die Masken wichtig sind, kommt doch mal, lasst uns mal reden miteinander. Ist okay. Auf der anderen Seite ist es ja so, man merkt ja, dass diese Corona-Krise und das Corona-Thema die Bevölkerung extrem polarisiert. Man kann das auch an Ihrem Beispiel ablesen. Von Ihren Anhängern werden Sie mittlerweile, man kann sagen, vergöttert. Auf der anderen Seite, auf der Schattenseite, werden Sie massivst kritisiert und verunglimpft. Auch Ihre Verlegerin, die Verlegerin dieses neuen Buches, sieht sich mit Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert. Verena Minoggio-Weichselbaumer durchlebt eine intensive Zeit. Die Veröffentlichung des Buchs Corona-Fehlalarm hat ihr neben großem Zuspruch auch viel Kritik eingebracht. Morddrohungen haben wir jetzt als Verlag nicht bekommen. Ich glaube, bei den Autoren hat es anders ausgesehen. Aber es waren schon übelste Beschimpfungen. Also ich diskutiere ja gern mit jedem sachlich über ein Thema. Ich finde es auch gut, wenn die Leute sich selbst eine Meinung bilden, aber aufgrund einer sachlichen Meinung. Stattdessen wird dem Verlag Unwissenschaftlichkeit und das Bedienen von Verschwörungstheorien vorgeworfen. Verena Minoggio-Weichselbaumer hofft dennoch auf einen breiteren wissenschaftlichen Dialog. Wissenschaft und auch die Medizin hat sich immer anhand von Diskussionen unter Experten weiterentwickelt. Und das würde ich mir wünschen, dass diese Menschen untereinander reden und auch die Politik sich darauf einlässt. Herr Professor, wenn man das hört, und es ist ja Ihnen persönlich so gegangen, Sie waren Jahre und Jahrzehnte lang ein hochdekorierter Experte, den man gerne eingeladen hat in Medien. Und seit Sie sich kritisch zu Corona äußern, werden Sie von vielen kritisiert und von den Mainstream-Medien überhaupt nicht mehr gehört und eingeladen. Wie geht es Ihnen denn grundsätzlich damit? Also, was die Medien anbelangt, ich habe Verständnis dafür, dass viele und vielleicht die meisten Journalisten das nicht verstehen konnten bis jetzt. Ich kann Ihnen sagen, dass gerade in den letzten 2 Wochen haben wir eine Reihe von Interviews geführt mit Zeitungen, die zum Mainstream eigentlich gehörten. Also und zum ersten Mal. Ich habe auch ein Interview mit Cicero geführt. Das ist jetzt die kleine Öffnung. Die Großen, die machen das nicht. ARD, ZDF etc. Und werden es wahrscheinlich nicht machen. Da kommen diese Faktenchecker, die überhaupt keine Ahnung haben. Gar keine Ahnung. Ich meine, was sind das für Leute, die mir sagen, das ist immerhin ein Fach, das ich mein Leben lang gelebt habe. Dann brauchen sie mir nicht anzufangen, Unterricht zu geben, oder? Und die Tatsache, dass sie das tun, macht sie unglaubwürdig. Ich glaube, nicht nur für mich. Nun ist eins auffällig, wenn man jetzt da ein großes, globales, anderes Problem, den Klimawandel nimmt. Da sagen ja die Medien und alle, die sich Sorgen um diesen Klimawandel machen, seit Jahren, die wenigen, die das in Frage stellen, sind Klimaleugner und das sei in etwa 1% der Wissenschaft. Wenn man das mit der Corona-Krise vergleicht, dann geht es ja nicht
um 1% kritischer Wissenschaftler, sondern angefangen von Kapazitäten wie Ihnen, Professor Ioannidis, und viele, viele andere Experten, Virologen, Infektiologen, die die Maßnahmen kritisieren, die Lockdowns kritisieren etc. Ist es da so, dass einige Ihrer Kollegen Ihnen hinter vorgehaltener Hand auch sagen, du hast ja recht, aber ich kann es öffentlich nicht sagen? Ja, leider. Leider. Oh, wir hören von so vielen. Ich kann Ihnen sagen, dass jetzt die Bewegung in Deutschland umfasst viele tausend Ärzte, die eine kritische Meinung haben, weil sie die ganze Sache verstehen. Aber viele wollen nicht genannt werden und dürfen auch nicht genannt werden, weil sie sind gefährdet. Ich habe vor einigen Tagen mit einem Schweizer Kollegen gesprochen. Und gehört auch zu den Aufklärern. Und halten Sie sich fest, er ist entlassen worden. Der ist einfach nicht mehr Amtsarzt. Und es ist ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden. Wegen Verharmlosung einer nationalen Gefahr. Ich meine, wo kommen wir denn hin? Das ist Diktatur. Das ist Diktatur. Wenn sogar... und ich meine, es ist kein großes Geheimnis, ja. Meine Frau und ich, wir sind auch von der Universität Kiel im Prinzip als inkompetente, nicht informierten, Abweichler. Nicht Abweichler, aber einfach inkompetent. Und die haben sich in toto von uns distanziert. So ist das. Ich habe Sie das ja im April schon gefragt, als das erst losgegangen ist. Jetzt werden Sie seit weiteren 4 Monaten eben kritisiert und diffamiert. Deswegen frage ich Sie ganz bewusst noch einmal, würden Sie sich wieder so entscheiden, war es das wert? Herr Wegscheid, ich habe Ihnen das damals gesagt. Ich konnte nicht anders. Vielleicht beenden wir das jetzt, weil ich Ihnen einen Satz sagen will. Früher war das ein Land, da konnte ich sagen, hier bin ich Mensch. Ja, hier bin ich Mensch. Hier will ich sein. Und zu der Zeit konnte ich nicht mehr sagen, hier will ich sein. Und heute auch nicht. Und das ist etwas, was uns wahnsinnig traurig macht. Auch, dass die anderen, also man sagt uns, es steht jetzt ungefähr 60, 40 pro Maßnahmen, pro Regierung. Das ist immer noch sehr, sehr viel. Warum steht ihr nicht auf und tut das, was Homo sapiens tun kann? Nämlich selbst die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und die Faktensichten, die sind doch alle da. Es ist nicht schwer. Das kann jeder Oberstufler, wirklich jeder Oberstufler. Sie müssen es nur wollen. Und wenn Sie sich nicht mit dieser Impfung beschäftigen, sehr, sehr bald beschäftigen, dann wird ein Tsunami über Sie hinrollen und Sie werden eines Tages Ihren Kindern und Enkeln nicht in die Augen gucken können. Wieso haben Sie das einfach über sich ergehen lassen? Wieso haben Sie alles einfach so geglaubt? Wo andere Leute, und ich bin nicht der Einzige, seit Monaten sagen, Leute, setzt euch hin und denkt und verlangt die offene Diskussion mit den Politikern und mit den Wissenschaftlern von der anderen Seite, damit wir zusammenkommen und das Ganze mal vernünftig besprechen können. Herr Professor, ich sage einmal mehr vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir können unseren Teil dazu leisten,
dass Sie künftig nicht mehr so traurig sein müssen, dass wir alle nicht mehr so traurig sein müssen. Wir bleiben an diesem Thema dran. Wir werden das Corona-Thema jetzt in den kommenden Wochen und Monaten weiterverfolgen, kritisch weiterverfolgen, versuchen, unseren Beitrag zu leisten mit einem wöchentlichen Format. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz besonders fürs Zuschauen. Wir bleiben kritisch. Wie gesagt, es wird in Zukunft jede Woche eine Sendung zu diesem Thema geben. Vielen herzlichen Dank. Guten Abend. Auf Wiedersehen.